ersten Mal seit dem alten Rom wurden wieder echte Säulen als Stützelemente verwendet. Brunelleschis ungestümer Geist hatte einen Bauplan von klassischer Schlichtheit hervorgebracht. Er sollte in ganz Europa eine architektonische Revolution auslösen. Erneuerungswille und Ehrgeiz gingen Hand in Hand. Für die Medici war dies erst der Anfang. Brunelleschi war ihr Hausarchitekt. Man stand einander sehr nah. Cosimos Wünsche und Brunelleschis Fähigkeiten passten perfekt zusammen. Beiden ging es darum, eine große klassische Stadt nach dem Vorbild Roms wieder auferstehen zu lassen. Die Familie Medici tat genau das, was jede Herrscherfamilie tat. Zunächst durch vielfältige öffentliche und private Unternehmungen Macht erwerben. Dann versuchen, die Menschen durch Kunst und Literatur für sich zu gewinnen und sich von anderen als Förderer darstellen lassen. Und Projekte fördern, die den eigenen Zielen nützen können. Mit dem Rückhalt der Medici konnte Brunelleschi sich nun dem Problem der Kuppel zuwenden, was damals für Florenz die größte Herausforderung war. Brunelleschi ging an die Arbeit. Cosimo unterstützte ihn offiziell. Die Kirchenvertreter waren der Verzweiflung nahe und boten eine ansehnliche Belohnung für eine Lösung. Brunelleschi entwarf die größte selbsttragende Kuppel der Christenheit. Aber er fürchtete, seine Idee könnte ihm gestohlen werden. Daher schrieb er seine Berechnungen in verschlüsselter Form auf und weigerte sich, Einzelheiten seines Plans zu erörtern. Die Bauherren verlangten eine Beweisführung, bevor sie die Auszeichnung gewährten. Da forderte Brunelleschi sie auf, ein Ei auf den Kopf zu stellen. Als ihnen das nicht gelang, schlug er das Ei mit der Unterseite auf den Tisch und es blieb stehen. Die Anwesenden bemängelten, die Lösung sei zu naheliegend. Brunelleschi entgegnete, das sei sie in der Tat, aber genauso naheliegend würden sie seine Lösung der Kuppelkonstruktion finden, wenn er ihnen seinen Plan zeigte. Die Bauherren ließen den eigensinnigen Architekten gewähren. Er bekam den Auftrag für die Kuppel. Aber was Brunelleschi vorhatte, war noch nie dagewesen und mit großem Risiko verbunden. Er würde die Regeln abendländischer Architektur neu schreiben müssen und es gab keine Garantie auf Erfolg. Brunelleschi wandte sich der bedeutendsten Kultur der Antike zu, um sich inspirieren zu lassen. Und Cosimo, der päpstliche Bankier, der alles mit eigenen Augen sehen wollte, folgte ihm. Im alten Rom hatten Baumeister wahre architektonische Wunder vollbracht, so zum Beispiel das Pantheon, das Haus der Götter, den größten freistehenden Kuppelbau der Welt. Eines der faszinierendsten Gebäude im alten Rom war zweifellos das Pantheon. Für das kollektive Gedächtnis des Abendlandes war es lange Zeit eines der attraktivsten. Es gab daran so vieles, dass es zu lernen und sich anzueignen galt, sowohl in technischer Hinsicht als auch hinsichtlich seiner spirituellen Ausstrahlung. Brunelleschi fand wertvolle Anregungen in der Bauweise des Pantheons. Er wollte sich nicht nur mit den Proportionen beschäftigen, sondern auch mit praktischen baulichen Details.
Brunelleschis Zeitgenossen waren besonders beeindruckt von der Größe des Kuppelbaus, der als einer von wenigen seit dem Altertum intakt geblieben war. Die Architekten des alten Roms hatten das Pantheon als Fachwerkbau aus Holz errichtet und die Betonkuppel darüber gegossen. Aber in der ganzen Toskana gab es nicht genug Holz, um daraus ein Gerüst im Inneren der Kathedrale von Florenz zu bauen. Brunelleschis Kuppel würde sich während des Bauprozesses selbst tragen müssen. Und das Rezept für Beton war seit dem Untergang von Rom verschollen. Aber nach eingehendem Studium gab das Pantheon Brunelleschi seine Geheimnisse preis. Die raffinierte Doppelschale inspirierte ihn. Er übernahm die Idee des Rundbaus des Pantheons, bei dem sich eine Kuppel im Innern eines achteckigen Turms befindet. Sandsteinringe sollten die Struktur zusammenhalten wie Metallringe ein Fass. Es war eine geniale, absolut einzigartige Idee. Bei der praktischen Ausführung betrat Brunelleschi jedoch Neuland. Als Cosimo nach Florenz zurückkehrte, hatte die Arbeit an der Kuppel bereits begonnen. Die Bürger vernahmen Hämmern und sahen Bauarbeiter auf den Straßen, die von den Kirchenglocken aus den Betten gerufen worden waren. Es war ein Bild fieberhafter Geschäftigkeit, fast wie in New York in den 20er Jahren, als die ersten Wolkenkratzer hochgezogen wurden. Brunelleschi brachte frischen Wind und eigene Ideen auf die Baustelle. Die Arbeiter mussten oben auf der Kuppel essen, denn er wollte nicht, dass sie mitten am Tag zum Mittagessen hinunterstiegen, um dann völlig erschöpft nach 350 oder 400 Stufen wieder oben anzukommen. Brunelleschi ließ ihnen aber Wein ausschenken, denn in Florenz trank man vor allem Wein, weil er viel sicherer war als Wasser. Allerdings ließ er den Wein zu einem Drittel mit Wasser verdünnen, so wie man ihn damals schwangeren Frauen zu trinken gab. Während Brunelleschis Kuppel in die Höhe wuchs, ging es mit der Gesundheit von Cosimos Vater bergab. Giovanni kannte die Gefahren, die in den Straßen von Florenz lauerten. Obwohl er reich war, hatte er sich stets um eine Aura der Bescheidenheit bemüht. Ein Mann, der auf einem Maultier ritt, bot keine Zielscheibe für Angreifer. Giovanni gab seinem Sohn Vorsichtsmaßregeln mit auf den Weg. Hüte dich, in den Regierungspalast zu gehen. Warte, bis du gerufen wirst. Tu, was man dir sagt und trage nie Stolz zur Schau. Halte dich fern von der Öffentlichkeit. ...1429 starb Giovanni de' Medici. Die Stadt Florenz trauerte um einen bescheidenen Schirmherrn. Und Cosimo hatte seinen Berater und Mentor verloren. Der Brauch verlangte, dass Giovannis Leichnam durch die Wand seines Hauses hinausgeschafft wurde. Danach wurde die Wand wieder hinter ihm zugemauert. Giovanni wurde in der Kirche von San Lorenzo zur letzten Ruhe gebettet. Sie war von Brunelleschi nach klassischem Muster wiedererrichtet worden. Sie diente nun der Familie Medici als prunkvolles Gotteshaus. Musik
Giovannis Tod überschattete die Zukunft der Familie. Nun musste Cosimo die Rolle seines Vaters übernehmen. Aber wie sollte er auf dem Erbe seines Vaters aufbauen und gleichzeitig die Öffentlichkeit meiden? Cosimos Rivalen, die Familie Albizzi, hatten jahrhundertelang in Florenz geherrscht. Sie begegneten jedem Herausforderer ihrer Macht mit großem Argwohn. Sobald die Medici und ihre Anhänger mehr Autorität bekommen, schmälert das die Autorität der Albizzi und ihrer Leute. Beide Parteien können nicht gewinnen, eine muss weichen. Ein Krieg zwischen rivalisierenden Familien hätte nicht nur die Zukunft der Medici-Dynastie gefährdet, sondern Florenz wieder in die Welt des Mittelalters zurückgeworfen. Derweil versuchte Brunelleschi, die Grenzen seines Zeitalters zu überwinden. Brunelleschi war nicht nur Architekt, er war auch Ingenieur. Er hatte beim Bau der Kuppel gewaltige logistische Probleme zu bewältigen. Zunächst ging es um die Frage, wie man 1500 Pfund schwere Sandsteinträger 75 Meter hochheben sollte. Seine Erfindung war beispiellos in der Geschichte des Ingenieurwesens. Ochsen besaßen viel Kraft und Ausdauer, aber sie waren nicht dazu zu bewegen, mehr als ein paar Schritte rückwärts zu gehen. Deshalb entwickelte Brunelleschi eine revolutionäre Maschine, mit der er eine Last mehrere Meter hochheben und dann zurückschalten und die Halterung wieder herunterlassen konnte. Somit mussten die Ochsen nur immer in einer Richtung gehen, im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, wie gewünscht. Aber es gab keine Garantie, dass Brunelleschis Bauweise den Praxistest bestehen würde. In der Stadt machte sich Nervosität breit. Am angespanntesten war Cosimo, dessen Unterstützung für Brunelleschi wohl bekannt war. Nichts hätte Cosimos Feinde mehr gefreut, als Brunelleschi scheitern zu sehen. In dem Maße, wie Cosimos Reichtum und Macht zunahmen, wuchs der Unmut der herrschenden Familie Albizzi. Ihr Einfluss auf die Regierung von Florenz nahm ab. Cosimo, der die Gefahr spürte, schaffte große Geldsummen aus der Stadt und trug Sorge für die Sicherheit seiner Familie. Florenz wurde immer von weit verzweigten, mächtigen Familien regiert. Daher war es für eine Familie wie die Albizzi absolut beängstigend, dass die Medici so rapide aufstiegen. Es war eine brenzlige Situation, in der die internen Kämpfe sich zuspitzten. In Zeiten heftiger politischer Auseinandersetzungen, wie sie in Florenz in den 20er und 30er Jahren des 15. Jahrhunderts herrschten, wurde mit harten Bandagen gekämpft. Es wurde bestochen, gemordet, bedroht, um Verbündete zu gewinnen und Leute zu beeinflussen. Am 7. September 1433 wurde Cosimo in den Regierungspalast bestellt. Die Albizzi erwarteten ihn. Sie hatten eine Verschwörung ausgeheckt, um den Emporkömmling Medici auszuschalten. Als ich im Palast ankam, waren die meisten meiner Gefährten bereits in eine Debatte vertieft. Nach einiger Zeit befahlen mir die Vorsitzenden der Signoria, nach oben zu gehen. Lösung der Kuppelkonstruktion finden, wenn er ihnen seinen Plan zeigte. Die Bauherren ließen den eigensinnigen Architekten gewähren. Er bekam den Auftrag für die Kuppel. Aber was Brunelleschi vorhatte, war noch nie dagewesen und mit großem Risiko verbunden. Er würde die Regeln abendländischer Architektur neu schreiben müssen. Und es gab keine Garantie auf Erfolg.
Brunelleschi wandte sich der bedeutendsten Kultur der Antike zu, um sich inspirieren zu lassen. Und Cosimo, der päpstliche Bankier, der alles mit eigenen Augen sehen wollte, folgte ihm. Im alten Rom hatten Baumeister wahre architektonische Wunder vollbracht, so zum Beispiel das Pantheon, das Haus der Götter, den größten freistehenden Kuppelbau der Welt. Eines der faszinierendsten Gebäude im alten Rom war zweifellos das Pantheon. Für das kollektive Gedächtnis des Abendlandes war es lange Zeit eines der attraktivsten. Es gab daran so vieles, dass es zu lernen und sich anzueignen galt, sowohl in technischer Hinsicht als auch hinsichtlich seiner spirituellen Ausstrahlung. Brunelleschi fand wertvolle Anregungen in der Bauweise des Pantheons. Er wollte sich nicht nur mit den Proportionen beschäftigen, sondern auch mit praktischen baulichen Details. Brunelleschis Zeitgenossen waren besonders beeindruckt von der Größe des Kuppelbaus, der als einer von wenigen seit dem Altertum intakt geblieben war. Die Architekten des alten Roms hatten das Pantheon als Fachwerkbau aus Holz errichtet und die Betonkuppel darüber gegossen. Aber in der ganzen Toskana gab es nicht genug Holz, um daraus ein Gerüst im Inneren der Kathedrale von Florenz zu bauen. Brunelleschis Kuppel würde sich während des Bauprozesses selbst tragen müssen. Und das Rezept für Beton war seit dem Untergang von Rom verschollen. Aber nach eingehendem Studium gab das Pantheon Brunelleschi seine Geheimnisse preis. Die raffinierte Doppelschale inspirierte ihn. Er übernahm die Idee des Rundbaus des Pantheons, bei dem sich eine Kuppel im Innern eines achteckigen Turms befindet. Sandsteinringe sollten die Struktur zusammenhalten wie Metallringe. Unternehmungen Macht erwerben, dann versuchen, die Menschen durch Kunst und Literatur für sich zu gewinnen und sich von anderen als Förderer darstellen lassen und Projekte fördern, die den eigenen Zielen nützen können. Mit dem Rückhalt der Medici konnte Brunelleschi sich nun dem Problem der Kuppel zuwenden, was damals für Florenz die größte Herausforderung war. Brunelleschi ging an die Arbeit. Cosimo unterstützte ihn offiziell. Die Kirchenvertreter waren der Verzweiflung nahe und boten eine ansehnliche Belohnung für eine Lösung. Brunelleschi entwarf die größte selbsttragende Kuppel der Christenheit. Aber er fürchtete, seine Idee könnte ihm gestohlen werden. Daher schrieb er seine Berechnungen in verschlüsselter Form auf und weigerte sich, Einzelheiten seines Plans zu erörtern. Die Bauherren verlangten eine Beweisführung, bevor sie die Auszeichnung gewährten. Da forderte Brunelleschi sie auf, ein Ei auf den Kopf zu stellen. Als ihnen das nicht gelang, schlug er das Ei mit der Unterseite auf den Tisch und es blieb stehen. Die Anwesenden bemängelten, die Lösung sei zu naheliegend. Brunelleschi entgegnete, das sei sie in der Tat, aber genauso naheliegend würden sie seine Lösung der Kuppelkonstruktion finden, wenn er ihnen seinen Plan zeigte. Die Bauherren ließen den eigensinnigen Architekten gewähren. Er bekam den Auftrag für die Kuppel. Aber was Brunelleschi vorhatte, war noch nie dagewesen und mit großem Risiko verbunden. Er würde die Regeln abendländischer Architektur neu schreiben müssen und es gab keine Garantie auf Erfolg. Brunelleschi wandte sich der bedeutendsten Kultur der Antike zu, um sich inspirieren zu lassen. Und Cosimo, der päpstliche Bankier, der alles mit eigenen Augen sehen wollte, folgte ihm.
Im alten Rom hatten Baumeister wahre architektonische Wunder vollbracht, so zum Beispiel das Pantheon, das Haus der Götter, den größten freistehenden Kuppelbau der Welt. Eines der faszinierendsten Gebäude im alten Rom war zweifellos das Pantheon. Für das kollektive Gedächtnis des Abendlandes. Aber er fürchtete, seine Idee könnte ihm gestohlen werden. Daher schrieb er seine Berechnungen in verschlüsselter Form auf und weigerte sich, Einzelheiten seines Plans zu erörtern. Die Bauherren verlangten eine Beweisführung, bevor sie die Auszeichnung gewährten. Da forderte Brunelleschi sie auf, ein Ei auf den Kopf zu stellen. Als ihnen das nicht gelang, schlug er das Ei mit der Unterseite auf den Tisch und es blieb stehen. Die Anwesenden bemängelten, die Lösung sei zu naheliegend. Brunelleschi entgegnete, das sei sie in der Tat, aber genauso naheliegend würden sie seine Lösung der Kuppelkonstruktion finden, wenn er ihnen seinen Plan zeigte. Die Bauherren ließen den eigensinnigen Architekten gewähren. Er bekam den Auftrag für die Kuppel. Aber was Brunelleschi vorhatte, war noch nie dagewesen und mit großem Risiko verbunden. Er würde die Regeln abendländischer Architektur neu schreiben müssen. Und es gab keine Garantie auf Erfolg. Brunelleschi wandte sich der bedeutendsten Kultur der Antike zu, um sich inspirieren zu lassen. Und Cosimo, der päpstliche Bankier, der alles mit eigenen Augen sehen wollte, folgte ihm. Im alten Rom hatten Baumeister wahre architektonische Wunder vollbracht, so zum Beispiel das Pantheon, das Haus der Götter, den größten freistehenden Kuppelbau der Welt. Eines der faszinierendsten Gebäude im alten Rom war zweifellos das Pantheon. Für das kollektive Gedächtnis des Abendlandes war es lange Zeit eines der attraktivsten. Es gab daran so vieles, dass es zu lernen und sich anzueignen galt, sowohl in technischer Hinsicht als auch hinsichtlich seiner spirituellen Ausstrahlung. Brunelleschi fand wertvolle Anregungen in der Bauweise des Pantheons. Er wollte sich nicht nur mit den Proportionen beschäftigen, sondern auch mit praktischen baulichen Details. Brunelleschis Zeitgenossen waren besonders beeindruckt von der Größe des Kuppelbaus, der als einer von wenigen seit dem Altertum intakt geblieben war. Die Architekten des alten Roms hatten das Pantheon als Fachwerkbau aus Holz errichtet. Unbehafter Geschäftigkeit, fast wie in New York in den 20er Jahren, als die ersten Wolkenkratzer hochgezogen wurden. Brunelleschi brachte frischen Wind und eigene Ideen auf die Baustelle. Die Arbeiter mussten oben auf der Kuppel essen, denn er wollte nicht, dass sie mitten am Tag zum Mittagessen hinunterstiegen, um dann völlig erschöpft nach 350 oder 400 Stufen wieder oben anzukommen. Brunelleschi ließ ihnen aber Wein ausschenken, denn in Florenz trank man vor allem Wein, weil er viel sicherer war als Wasser. Allerdings ließ er den Wein zu einem Drittel mit Wasser verdünnen, so wie man ihn damals schwangeren Frauen zu trinken gab. Während Brunelleschis Kuppel in die Höhe wuchs, ging es mit der Gesundheit von Cosimos Vater bergab. Giovanni kannte die Gefahren, die in den Straßen von Florenz lauerten. Obwohl er reich war, hatte er sich stets um eine Aura der Bescheidenheit bemüht. Ein Mann, der auf einem Maultier ritt, bot keine Zielscheibe für Angreifer. Giovanni gab seinem Sohn Vorsichtsmaßregeln mit auf den Weg. Hüte dich, in den Regierungspalast zu gehen. Warte, bis du gerufen wirst.
Tu, was man dir sagt und trage nie Stolz zur Schau. Halte dich fern von der Öffentlichkeit. ...1429 starb Giovanni de' Medici. Die Stadt Florenz trauerte um einen bescheidenen Schirmherrn. Und Cosimo hatte seinen Berater und Mentor verloren. Der Brauch verlangte, dass Giovannis Leichnam durch die Wand seines Hauses hinausgeschafft wurde. Danach wurde die Wand wieder hinter ihm zugemauert. Giovanni wurde in der Kirche von San Lorenzo zur letzten Ruhe gebettet. Sie war von Brunelleschi nach klassischem Muster wiedererrichtet worden.